Hi und willkommen zu meinem Video. Immer noch mit dem Bürgermeister von Berlin und mit mir. Ist auch meine Variante. Ja, also ich kann euch jetzt erzählen, wie der zweite Besuch mit dem Schreiner war und was es da jetzt Neues gibt. Also, ich habe da in Anführungszeichen Glück im Unglück gehabt, weil die Schreinerei von meinem ehemaligen Schreiner, der ja, Gott hab ihn selig, verstorben ist, war eine Gemeinschaftsschreinerei. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ich erzähle es lieber. Und ein Kollege von meinem bisherigen Schreiner, der übrigens auch ein guter Freund meiner Familie war, hat dann gefragt, ob er den Auftrag übernehmen könnte, weil es halt doch auch ein größerer Auftrag war und ja. Und so war es dann so, dass wir gesagt haben, ja. Und der wollte jetzt, okay, also gestern für mich ist er dann da gewesen, hat dann mal alles abgemessen, hat mal nochmal alles überlegt, hat alles nochmal durch. Kalkuliert und so, hat nochmal, also von der Größen, hat nochmal alles ab, also hat nochmal Infos mir gegeben, wie zum Beispiel in dem Einbauschrank wird ja ein Kabelkanal sein und ich muss sowohl mein LAN-Kabel, das ich dann haben möchte, als auch mein, als auch mein zukünftiges Fernsehkabel muss ich dann schon zum Zeitpunkt, wenn der Fernseher, wenn das, wenn der Einbauschrank dann aufgebaut wird, muss es da sein. Also muss ich das jetzt dann die nächste Zeit irgendwann mal beschaffen. So, das war's natürlich. Oh, das wird langsam bei mir echt spät. Ja, dann. Was auch wichtig ist, dass wir auf jeden Fall genug Platz räumen, also um das aufzubauen. Und ja, und wenn dann noch irgendwelche Fragen sind, würde er diese Fragen dann uns schicken und wir müssten es dann halt besprechen noch. Also viel gab es dann nicht mehr zum Reden. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob er mir hilft bei einer Kiste, die ich gekauft habe, weil die muss man verleimen und alles und das traue ich mich dann doch nicht. Und da wird er uns dann auch unterstützen also bei dieser Kiste. Und ja, sonst gibt es wirklich noch nicht wirklich nicht mehr viel mehr zu erzählen, weil im Grunde genommen ist es ja immer noch, sind es dieselben Pläne, nur eben jetzt ein anderer Schreiner. Und ja, wir haben auch jetzt inzwischen, haben wir nochmal besprochen, wie das mit der Rückwand von meinem Regal sein wird und so Sachen. Und ja, jetzt ist es einfach nur warten. Und er hat uns auch ungefähr einen Zeitplan gegeben. Also wir haben jetzt 4 Wochen, um alles, was im Moment möbeltechnisch aus der Kommode in dem Zimmer steht, rauszuräumen, damit wir dann wiederum Platz haben für den Einbauschrank. Und alles, was jetzt im Zimmer drin ist, kommt dann auch in den Einbauschrank. Und alles, was ich dann machen muss, ist das Zeug zur Seite zu schieben. Dann wird der Einbauschrank eingebaut. Dann räume ich es in den Einbauschrank ein. Und dann ist es fertig. Und dann kann man dann danach der Teppichbauer, also den Teppich verlegen, weil ja alles, was dann in den Einbauschrank reingehört, auch endgültig drin ist. Und ja, das ist dann natürlich schon vorteilhaft. Und dann muss man bloß noch warten. Und dann wartet man noch mal. Und dann kommt dann das Regal, das wird dann auch fest gemacht. Dann kommen noch die DVDs raus und dann sind wir echt fertig. Da fehlen noch meine ganzen Möbel, fällt mir gerade auf. Wenn dann das Regal fertig ist, bevor das Regal kommt, muss ich dann meinen Schreibtisch, egal welchen ich dann nehme, die Unterlage für den Drucker und meine Sachen, die ich für
Also wenn ich ein Sofa habe oder kein Sofa oder wie auch immer, das muss dann rein, weil alles, was dann rein muss, muss dann, bleibt ja dann stehen. Aber es muss alles rein, bevor das Regal drin ist, weil das Regal ist ja immens und da kommt man dann nicht mehr vorbei dran. So ist der momentane Stand der Dinge, so ist der momentane Plan. Ich hoffe jetzt einfach, dass alles nach Plan läuft und dass alles soweit so jetzt dabei bleibt. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss. Ach ja, ich habe was vergessen. Schreibt mir gerne auf Twitter oder Facebook, wie es bei euch so war, ob ihr auch schon mal sowas gemacht habt. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Oh, yes. Oh.